I am the heart of Munich. Du bist das Herz einer weltoffenen, bunten Stadt München. Ja, das kann man so sagen. Und bunt bist ja du auch immer. Ich finde es toll, wie farbenfroh du schon wieder heute bist. Naja, in der Zeitung, die schreiben ja immer, dass man im Alter beige wird. Und das wollte ich verhindern und deswegen bleibe ich so bunt, wie ich jetzt immer noch bin. Das Leben ist eh grau genug. Du hast recht. Ich finde es auch super, dass du dich da immer wieder engagierst für Bedürftige, hier in der Stiftung München auch. Ja, das möchte ich jetzt auch machen, weil ich habe im Mehrgenerationenhaus am Hart bin ich Patin und dann bei der Jutta Schweigl habe ich schon was gemacht und jetzt möchte ich gern wissen, was die Stiftung München macht oder was die ist. Ja, die unterstützt Jugendliche, Senioren, von jung bis alt, alle, die Geld brauchen, Unterstützung brauchen. Das heißt, ich einfach also großartig. Dann spannt ihr quasi die Promis und Sportler und Politiker vor den Karren. Auch Politiker könnten es fast noch mehr sein. Ja, es könnten mehr sein, aber es ist schon ein ganz besonderer da. Grüß euch. Hallo. Servus. Grüß euch. Grüß Gott, Dieter Reiter, unser Oberbürgermeister. Ja. Was haben Sie mit der Stiftung München zu tun? Ja, also ich bin sogar Gründungsmitglied dieser Stiftung und ich habe deswegen mitgemacht, weil ich einfach nicht akzeptieren will, dass es in der Stadt wie München, der es finanziell gut geht, trotzdem junge Menschen gibt, die sich zum Beispiel keine Brotzeit oder kein Mittagessen leisten können, ältere Menschen, die Pfandflaschen sammeln müssen. Und wir können leider aus rechtlichen, aber tatsächlichen Gründen nicht immer alles zahlen. Und deswegen braucht es Stiftungen, deswegen braucht es Menschen, die sich engagieren, damit wir hier Geld sammeln können. Und Geld, also wenn jetzt jeder Münchner Bürger, weil es gibt jetzt die 1,5 Millionen, weil du hast das Kind schon gekutscht und so. Und wenn da jetzt jeder nur 1 Euro Magel zahlt, haben wir 1,5 Millionen und wenn jetzt jeder 2 zahlt, du bist vom Fach, ich bin ein Diskalkulier. Aber bei 3 Millionen, das war schon ein gutes Ergebnis. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht darum geht, dass jeder 1 Euro zahlt, sondern wir haben in München genug, die sich mehr als 1 Euro, die 5 oder 10 Euro sich leisten können, da bin ich sicher. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass wir in München für diese Stiftung München auch wirklich viel Geld sammeln können, damit wir viel wirklich wichtige Sachen machen können. Es gibt ja überall so viele Leute, die einfach die Taschen voller Geld haben. Mr. Gazprom oder was da anders. Genau, der hätte bestimmt genug Geld, um mehr als 10 Euro zu spenden. Jetzt, wo er so viel verdient, ja. Ja. Aber in der Neuzeit mache ich ja auch immer ganz gerne die Chefin nach. Was für Chefin? Ja. Mit dem Bart. Also bitte, in einer weltoffenen, toleranten Stadt wie München dürfte das doch keine Rolle spielen. Conchita Merkel. Mhm. Also, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr Geld nicht in irgendwelche sinnlosen Projekte stecken, so wie, egal. Und deshalb stehen wir für die Stiftung München. Mir sind ganz besonders wichtig die Förderung der Jugend, die Unterstützung bedürftiger Alter und natürlich auch die Förderung anderer gemeinnütziger Organisationen, wie zum Beispiel Inside at School, das sich ganz besonders um Prävention an Schulen vor Drogen, Gewalt, Alkoholmissbrauch kümmert. Wir sind vor allem auch ein Inkubator für neue Ideen für soziales Engagement. Vor allem auch für junge Leute, damit sie nicht Wutbürger werden, sondern sich für ihre Stadt engagieren und nicht andere Ideen im Kopf haben, als wie etwas Positives.